Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus: Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch all die anderen? Der Herr antwortete: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, das sage ich euch. Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, es ist gut, wenn man nicht allzu gescheite Bücher liest, auch spirituelle, geistliche. Weil, wenn man jetzt so viel weiß, aber praktisch, wenn man es mit dem Bild der Schule vergleicht, man liest Bücher der vierten Klasse, aber man selbst befindet sich noch in der ersten. Das ist dann schwierig. Nach dem Wort des Herrn, von dem, der viel weiß, wird auch mehr verlangt werden. Und es ist so, dass man oft dann übersieht, wie man eigentlich wirklich als Mensch ist. Wenn man mit dem Kopf und auch vielleicht mit der Selbstwahrnehmung doch schon in der vierten Klasse sich befindet, es ist ganz gut, bei den immer wieder neuen, bei den ganz grundsätzlichen, einfachen Dingen, den zwischenmenschlichen Dingen, der Liebe, der Güte, des Verzeihens, der Hilfe, der Ehrlichkeit und allem anderen, was sozusagen zu keinem Einmaleins des Glaubens gehört, anzufangen und ganz bewusst sich selbst dahingehend zu überprüfen und wieder ganz neu sozusagen sich orientieren. Gerade eben in diesen unteren Stockwerken des Glaubens, die doch das Fundament auch sind, schleichen sich oft gewisse Dinge ein, weil man eben sie nicht mehr für so wichtig erachtet, weil andere seinen mehr beschäftigt. Und man bekommt es gar nicht mit, wie man eigentlich ist. Es sollte jeder zuerst vor seiner eigenen Türe kehren.
und sich bemühen, den eigenen Haushalt des Lebens in Ordnung zu halten. Bitten wir die Gottesmutter, die demütige Magd des Herrn, obwohl sie Gottesmutter war, dass auch sie uns hilft, unser Leben so zu führen, dass es Gott jeden Augenblick gefallen kann. Amen. Vergelt's Gott.